Ja, willkommen hier bei Fishing Planet. So, in dem Tutorial geht es halt um den Forellenbarsch. So, meine Zusammenstellung ist halt die Valuespin 260. Wenn ihr die euch kaufen könnt, sofern ihr die kaufen könnt, weiß ich nicht, Level 7, Level 8, ich weiß es nicht, dann kauft sie euch. Ne? Also, das ist wirklich eine sehr schöne Route. Dann Callisto XS 1400er Rolle, also die Spule. Wieder wie gesagt breit 0,12 mm und als Köder haben wir jetzt den Bassi Jink 9 Gramm. Ja, also den müsst ihr euch dann aus dem Shop rausholen. Ne? 9 Gramm. Den brauchen wir dafür. So, Tiefe braucht ihr gar nichts einstellen. Lasst da so, wie ihr es dann von alleine schon macht. Das macht ihr schon von alleine auf 50 Meter. Also da braucht ihr gar nichts einstellen. Das lasst ihr alles so. Da lasst ihr die Finger von. So, das ist eigentlich alles, was jetzt zum Forellenbarschangeln auf sich hat. Ne? Also die Valuespin 260, Callisto XS 1400 und breit 0,2 mm und Bassierung 9 Gramm. Das ist das, was ihr jetzt für den Barsch halt braucht. Dann gehen wir mal hin und folgendermaßen geht es. So weit rausschmeißen können wir nicht. Können ja nur sowieso nur bis da. So ungefähr. Da stellt ihr euch hin und dann schmeißt ihr aus. Ich erkläre euch das da auch nochmal, wann ihr drücken müsst und so weiter. So. Jetzt müssen wir halt in Stop-and-Go-Methode kommen. Das haben wir langsam geradeaus, das wollen wir nicht. Was machst du? Warum langsam geradeaus? Wie gesagt, immer linke Maustaste einmal kurz gedrückt und schon wieder loslassen. Damit er da... So ist das geradeaus. Damit er da halt ein bisschen rumspringen kann. Also das verstehe ich jetzt nicht, warum der sagt langsam geradeaus. Normalerweise müsste Stop and Go da sein. Also wie gesagt, langsam geradeaus müsste eigentlich ja auch funktionieren. Also wie gesagt, die beißen auf den... Da war ein Biss. Aber er lässt wieder los. Vielleicht kommt er nochmal. Da war er nochmal. Und ist wieder weg. Vielleicht... Alle gute Dinge sind drei, ne? Vielleicht beißt er ja nochmal an. Jetzt sind wir in Stop and Go drin. Also immer die linke Maustaste kurz drücken und den Köder wieder auf Grund lassen. Ihr könnt aber auch versuchen, den Köder mittig zu halten. Das zeige ich euch mal. So. Den erstmal mittig kriegen ist nicht so einfach. Also ihr könnt jetzt so und dann immer sehen, dass ihr hier ihn so in der Mitte haltet. Dass er nicht erst auf Grund kommt, sondern gleich in der Mitte bleibt. Ja, das könnt ihr auch versuchen. Seht ihr? Das geht, funktioniert auch prima. Ja, also wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, um zu angeln. Dass ihr den immer so in der Mitte zwischen Oberfläche und Grund haltet. Ich sage mal, es gehört ein bisschen Übung dazu. Also ganz einfach ist es nicht. Ja. Mal sehen, ob wir gleich Erfolg haben. Also 2,1 Kilo ist mein größter Forellenbarsch, den ich gefangen habe. Ah, der scheint größer zu sein. Jawohl. Gerade noch erzählt und schon ist er dran. Also ja, jetzt seht ihr, wie ihr Barsche fangt. Ja,
und auch große Barsche. Wie gesagt, dorthin, dahin und hopp, rausschmeißen. So, dann versuchen wir wieder mal in die Stop-and-Go-Methode irgendwie reinzukriegen. Na, zieht er los? Nein, er hat wieder losgelassen. Da hätten wir auch anschlagen können, aber egal jetzt. Vielleicht kommt er ja nochmal. Na, da hätte ich ruhig anschlagen können. Da ist... hat er wieder losgelassen. Was ist mit denen heute los? Beißfaul. Ja, manchmal beißen die sehr vorsichtig. Aber ihr seht ja, auf diese Bastien 9 Gramm beißen die echt wie wild da drauf. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist heute los? Die zuppeln ja nur. Also wie gesagt, entweder ihr macht es so, wie ich jetzt so mache. Ne, aufgrund linke Maustaste. Und die, wie gesagt, einmal kurz nur auf der linken Maustaste rauftippen. Nicht festhalten oder so. Ne, schon gehen wir in Stop and Go. Ich mache es immer gerne so weit, weil ich habe hier am Rand kurz vorm Reinholen auch schon welche gefangen. Und wie gesagt, und wenn das alles so in dieser Methode nach 3 Würfen, würde ich mal sagen, keiner gebissen hat, dann versucht er jetzt den Köder hier so mittig zu halten. Ja, dann müsst ihr schneller hin. Jetzt ist er, da ist er schon. Dann müsst ihr halt wieder losgelassen. Dann müsst ihr halt die linke Maustaste halt etwas schneller hintereinander einmal kurz drücken. Das ist Übungssache. Ne, dann könnt ihr ihn auch hier jetzt so in der Mitte behalten. Da hat er wieder gezuppt. Ey, die zuppen heute nur. Was ist mit den Fischen? Ne, könnt ihr auch so wieder versuchen. So, wenn ihr jetzt rausschmeißt. Linke Maustaste, da seht ihr, dass das da läuft. Wenn ihr nicht drückt, läuft das jetzt immer hin und her. Immer hin und her. So, ihr müsst jetzt die linke Maustaste, genau wenn er im Weißen ist. Jetzt. Und dann wirft er auch aus. So funktioniert das Auswerfen. So, dann versuchen wir nochmal hier so mehr in die Mitte reinzukriegen, ne? Dass er viel schneller am Tanzen ist. Da sind wir auch schon in der Stop and Go. Und da hängt er nicht. Die sind heute echt verdammt vorsichtig. Muss am Wetter liegen. Ja, also wie gesagt, aber ihr habt ja gesehen, ne, dass ihr in die Methode halt fangen tut. Dass jetzt so wenig hängen bleiben, ja gut, okay, passiert auch im wahren Leben so, dass nicht jeder Fisch am Haken hängen bleibt. So, ja, dann würde ich sagen, das war's, wie ihr die großen Forellenbärsche fangt. Ihr habt gesehen, 2,1 Kilo haben wir gefangen. So, das war das. Das war jetzt das Tutorial zum Forellenbarsch. Wie gesagt, ihr könnt auch anders, auch die Welse anders fangen als wie ich. Ja, da gibt's, das sind nur meine Erfahrungen, die ich euch weitergebe. Wie ich am besten fange. Ne? Ihr könnt auch anders fangen. Ne? Also wie gesagt, hier am Schild kriegt ihr dann den Forellenbarsch. Da sind dann die Welse, ne, und wie gesagt, das soll das dann gewesen sein. Dann würde ich euch sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial halt wieder, und zwar geht es dann um den Hecht. Dann wollen wir, werde ich euch zeigen, wie ihr den Hecht fangt. Ja, da gibt es 2 verschiedene Methoden, wie ihr den Hecht fangen könnt. Nicht nur eine. Da haben wir 2 verschiedene Methoden, den Hecht zu fangen. Okay, dann sage ich bis dahin wieder bye bye. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei
Brillenbarschangeln und wünsche euch auch große Fische. Dann sage ich erst einmal bis zum nächsten Mal, dann kommt der Hecht. Dann sage ich erstmal wieder bye bye und ciao.